Der Alexanderplatz in Berlin. Hier sind Redakteur Gero Scheuch und sein Kamerateam heute mit Uwe Wöllner zu weiteren Fernsehaufnahmen verabredet. Doch bisher fehlt von dem introvertierten Sonderling leider jede Spur. Allerdings taucht plötzlich ein junger Mann auf, der Uwe zum Verwechseln ähnlich sieht. Gero Scheuch gerät mit dem mysteriösen Fremden ins Gespräch. Was wird hier eigentlich gemacht? Wir warten auf einen Typen, über den wir den Doku drehen. Kannst gerne mit uns mitwarten. Wie lange dauert? Ja, wenn ich das wüsste. Wie lange stehst du schon hier? Nicht lange. Kennst du den Uwe? Nee. Uwe Schulze? Nee, Wöllner? Nee. Na komm, dann mach mal hier die Fliege. Ah nee, da ist er. Der Uwe. Guck mal, hier ist ein Platz, wo lauter coole Leute sind. Ja, du bist ein cooler Typ und du hast ja gesagt, du möchtest ein paar Leute kennenlernen. Ja. Und hier hast du die Möglichkeit dazu. Und du gehst jetzt einfach auf irgendjemanden, der dir gefällt, zu und stellst dich vor und sagst, Uwe, hallo, ich bin Uwe. Na toll, klappt ja prima, Herr Scholl. Doch so schnell gibt Uwe natürlich nicht auf. Schon bald hat er sein nächstes Objekt erspäht, die hübsche Verkäuferin am Gemüsestand. Doch in diesem Fall führt der Weg zu seiner Auserwählten über den Bruder des Mädchens. Ist das deine Schwester? Ja, ist meine Schwester. Darf ich mit der reden? Ja, dann müssen. Wie lange bist du dann sauer? 1 Euro, okay, gib's mal 1 Euro. Kommst du aus der Türkei? Ja, ich komme aus der Türkei. Weil ich hab gehört, aber ich bin hier in Berlin geboren, ne? Cool. Ich auch. Also ich auch, aber ich bin in Hannover aufgewachsen. Ja? Kommst du auch aus der Türkei? Nein. Aber ich kann zu ihr hingehen und zu ihr sagen, hallo, ich bin Uwe, wie heißt du denn? Schönen Tag noch, das kann ich sagen. Ja, mehr nicht. Wenn sie mit dir ins Gespräch kommen will, dann kannst du das machen. Aber du weißt, für einen Menschen kannst du nie etwas zwingen. Ja, klar. Ja? Aber ich kann hingehen und fragen, darf ich dir die Hand geben? Das kann ich versuchen. Ja, du kannst deine Hand rüber geben und wenn sie sagt, okay, sie akzeptiert das, dann gibt sie auch die Hand. Ich versuch's mal, ja? Okay? Lass mal versuchen, bitte. Wie heißt sie denn? Die heißt Kybra. Kybra? Ja, genau. Kybra? Kybra? Darf ich dir mal die Hand geben? Hallo, ich bin Uwe. Hallo. Hallo, Kybra. Hallo. Und wie geht's dir? Gut. Und auf welche Schule gehst du? Auf die Karl von der Selbstgeholten. Cool. Na ja, vielleicht sprechen wir uns in 2 Jahren noch mal wieder, ne? Ja, mal sehen. Vielleicht können wir dann heiraten. Nach dieser ersten erfreulichen Bekanntschaft kommt Uwe langsam auf den Geschmack. Voller Tatendrang will er die nächste Kandidatin ansprechen. Doch in diesem Fall bereitet ihm die Geschlechterzuordnung sichtbar Probleme. Alle gehen weg. Männer, Frauen, das zu ansprechen. War eine schöne coole Frau. Typen. Ja, suchst du dir eine andere, ja? Darf ich das der Frau sagen, dass ich sie schön finde? Ja, aber wir sind... Ich wollte nur sagen, ich finde, dass sie sehr schön sind. Ja. Eine sehr schöne Frau. Danke. Und die hat sich zum Beispiel gefreut, aber für mich ist sie ein bisschen zu alt. Gar nicht so einfach. Doch plötzlich eine überraschende Wendung. Ganz unerwartet wird Uwe auf einmal angesprochen. Hä? Do you know? Do you speak English? Yes. Do you know where I may find Kebab? Kebab. No. Blasen oder was meint sie? Bedauerlicherweise scheitert das Kennenlernen schnell an Uwes mangelhaften Fremdsprachenkenntnissen. Doch im Hintergrund hat er schon eine Dame entdeckt, die sein Interesse weckt. Kann ich einen haben? Ja, bitte. Danke. Bitte. Bist du da auch? Ich bin hier und der Laden ist weiter weg. Aber du verteilst das nur? Ja, genau. Und so kann ich dich da nicht treffen? Nein. Wollen wir uns mal treffen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe einen Freund, tut mir leid. Wie lange bist du mit deinen Freunden zusammen? 1,5 Jahre schon. Und schläfst du auch schon mit ihm? Ja. Wirklich? Ja, gleich am ersten Abend. Cool. Und wie ist das? Gut. Und wie oft schlaft ihr zusammen, du und dein Freund? Soll ich es jetzt wirklich sagen?
Also mindestens einmal am Tag. So oft? Ja. Seit anderthalb Jahren? Ja. Finde ich abgefahren. Ja, sieht man. Und kommst du auch immer? Nicht immer. Warum? Aber jetzt wird es mir, aber liegt das, nee, das wird mir aber jetzt liegt ein bisschen das an zu ihm? Intim hier. Ja, aber liegt das an ihm? Nein. Oder? Nein, an den Männern dann liegt es nicht. Das liegt an den Frauen, ja. Weil die nicht kommen können, ne? Die Männer denken immer, die sind daran schuld. Aber sind sie gar nicht, ne? Nee. Die Frauen sind daran schuld, ne? Und macht ihr, in welcher Stellung macht ihr es meistens? Von hinten, oder? Unterschiedlich. Alle möglichen, ne? Ja. Habt ihr schon mal 69 gemacht? Soll ich dich jetzt auch so eine Frage mal stellen? Ja, klar. Aber habt ihr auch schon mal 69 gemacht? Nein, das mag ich nicht. Warum nicht? Nee, weil ich das nicht schön finde. Und man immer den Hoden vom Gesicht baumeln hat, ne? Genau. Also ich gehe jetzt weiterarbeiten. Ja, ich auch. Okay. Tschüss. Uwe ist enttäuscht. Er hatte sich die Kontaktaufnahme einfacher vorgestellt. Doch gerade als er sich schon niedergeschlagen auf den Heimweg machen will, laufen ihm zwei kontaktfreudige Gesinnungsgenossen über den Weg. Hi. Hi. Wollte mal Hi sagen. Achso. Die machen eine Dokumentation über mich. Aha. Und ich bin jetzt in Berlin unterwegs und versuche jetzt ein bisschen Anschluss zu finden, Freunde kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Nein, wir kommen auch nicht aus Berlin. Ja, wo kommt ihr her? Wir kommen aus Gera. Wir kommen aus Hannover. Ja. Ah, nee, das ist doch schon wieder Westen, oder? Ja. Kapitalistisches Ausland. Nee, das ist nichts für uns. Nee, lass mal lieber. Aber ich bin nicht Kapitalist. Die politische Diskussion weckt Uwes Interesse. Überraschend schnell wird man sich einig und beschließt, einander näher kennenzulernen. Wir gehen jetzt darüber, holen uns was zu saufen und dann knallen wir uns die Pferde zu und teilen das mit den Leuten hier, mit denen wir teilen wollen. Cool. Kommst du mit? Auch wenn ich aus Hannover komme? Ist mir scheißegal. Okay, auf, cool. Du sollst mit. Okay, ich mach mit. Ich hab Freunde gefunden. Uwe hat endlich Anschluss gefunden. Völlig euphorisiert zieht er mit seinen beiden neuen Freunden durch die Stadt. Trinken ist wichtig, gar nichts ist wichtig. Bier trinken ist wichtig. Mit den Polizisten. Super, mit dem Knüppel in der Hand gegen das Vaterland. Auf den Polizisten, wir sind Anarchisten. Das ist super cool. Das sind echt coole Sprüche von euch. Sehen Sie in der nächsten Folge. Ja, aber Feminismus. Da sollen sich ja Frauen eigentlich wohlfühlen, ne? Darum ist es ja erfunden worden, ne? Damit Frauen sich wohlfühlen. Nee, das ist nicht so. Ja, aber damit Frauen irgendwie ihr Plätzchen haben, so, ne?